Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yeshio. Heute mit dabei Sankor und Desinfection. Viel Spaß beim Zuschauen. Wenn du jetzt nochmal eine Runde Schadenhaus spielen möchtest, bin ich mit dem Schwesternschiff dabei. Oh, die Gneisenau ist da. Ja, gut, komm, ich melde mich nochmal bereit hier mit der Schnarchhorst. So. Immer diese Zwillinge. Ich Und hätte das noch den. Witzige ist ja, das wissen ja die wenigsten, ich bin ja ganz nah an Scharnhorst dran, ne? Zählt Ich nicht. bräuchte jetzt mit dem Auto für eine Viertelstunde, dann bin ich in Scharnhorst. Du wirst einfach kein Schiff finden. Nein, nicht mit dem Schiff. Ah, schön. Ja. Oh, nochmal die Graf Spee. Ja, Wahnsinn. Okay, dann auf ins Gefecht. Das läuft gerade so schön mit ihr. Jetzt so eine kleine Einstufung, dann kann ich schön auf Nahkampfreichweite. Es hätte was, ne? Oh ja, das geht sogar. 5 bis 7. Es ist perfekt. Es ist immer schön, wenn man am oberen Ende der Nahrungskette sitzt. Ja, vor allem, ich habe, glaube ich, 8,5 Kilometer Sekundärreichweite. Ei. Ich weiß gar nicht, wie viel die Scharnost hat. Wenn du nichts reingestopft hast, dürfen es auch so um die 5 sein. Du wirst ja wohl keine Verbesserungen in die Richtung reingemacht haben, dürften es so ungefähr 5 Kilometer sein. Ich meine auch, dass sie so bei 5,5 oder so vorhin, glaube ich, angefangen hat, drauf zu schießen. Auf die Gegner. Ungefähr. So, wo bin ich denn hier am Steg? Jo, ich bin an Land. Das ist ja witzig. Aber ich liege. Nimm mich mal ins Visier, ich liege im Hafen. Ja, tankst wohl noch. Cool. Musst du Mein noch Tank ist bunkern. voll. Das ist ja, da war ich noch nie. Das ist ja richtig geil. Wenn ich mal Warte mal. rückwärts dazu stellen. Ne, wir machen das anders. Warte mal, ich mache mal eben hier. Screenie. Ne, das Screenie, ne, ja, Screenie, es wird ja aufgezeichnet. Eigentlich kann ich jetzt hier stehen bleiben. Ich kann quer über die halbe Map Hast du schießen. die Leine losgeschossen? Jo. Ich hab die Befestigung losgeschossen. Ich komme nach ich komm rüber zur Graf Spee. Ich drehe mal in die Richtung. Gib Vollgas, ich hole dich ein. Muss man ein bisschen angeben, wenn man schon schnelle Schiffe hat, oder? Nein, die ist ja wirklich fix. Aber ich sag mal so, ich habe die Graf Spee ja selber. Und die Graf Spee, die macht auch richtig Spaß. Besser bewaffnete Schiff findest du in dem Bereich eigentlich nicht. Da war doch was. Ich habe da irgendwas aufblitzen sehen. Oh, da blitzt eine Menge, ne? Komm, schießen wir schon mal auf das Schwesterschiff von der Spee da hinten. Auf die Spee. Ah! Festgefahren! Na sowas! Schön Das ist könnte hier. wehtun. 7000, 3000 und nochmal 1000. Ja. Und weißt du, was das Witzige an der Sache ist? Obwohl ich drauf geschossen habe, ich habe die nicht einmal getroffen. Nichts. Gar nichts. Hast du für eine Streuung? Ja. Keine Ahnung. Kennst du diese aus dem. Aus dem Schwimmbad diese großen Duschköpfe mit wie heißt die? Ungefähr so. 9000 auf der Bayern. Läuft doch heute. Viel Länderspiel. Oh, die habe ich getroffen. Bayern. Meine Güte, ey, da kann Und auch nochmal die nicht Graf wahr später. sein, oder?
Treffer auf der Zitadelle bei der Raschbe. 15.000 Schaden. Cool. Ach, dann warst du das. Cool. Oh, ich habe den Berg umdekoriert. Ich wundere mich schon gerade. Warum da nichts kommt. So, ich schneide immer so ein bisschen den Weg ab. Unser Bayern ist hier AFK. Wer ist AFK? Unsere? Nee, schon gut. Vertan. Nur verguckt. Alles gut. Wir hätten ihn aufwecken können. Tschong! 3200. Bayern da an der Seite brauche ich nicht anvisieren. Steht ein bisschen blöd. Die Grabspeer wieder. Hm? Put. Mach sie weg. Ey, läuft. Steht ein bisschen doof hinter der Insel. Okay. Schieß mal immer bei der Insel da hinten rüber. So. Also ich meine, ich habe die Bayern ja bis vor kurzem, ich habe sie ja bis vor kurzem selbst gespielt. Die ist eigentlich super und die hält unheimlich viel aus. Das merke ich gerade wieder. Ich treffe die recht häufig, aber es dauert, bis die runter ist. Es dauert heißen lange. Bis du die mal irgendwann runter hast, das ist echt der Wahnsinn. Die hält mal so richtig was aus. Muss es schon wirklich perfekt irgendwo mal treffen, dass die mal mehr verliert. So, hast du die Graf Spee jetzt auf Grund oder? Nee. Ja. Oh komm, dann lass uns mal jetzt mal die das Zielgebiet ins Visier nehmen. Das heißt die andere Flagge. Da sind ja eine Menge Schiffe. Könnte man ja mal drauf schießen. Was hast du? Schick doch mal an. Nee, Flugzeug kann ich noch nicht hochschicken. Und nicht wieder ready. Also von der Reichweite. Mäßiger Schaden von was denn? Was kann mich denn hier treffen? Ah! Das da. Eine Scharnost und eine York. So quasi ineinander. Ich hab da was. Echt? Was denn? Sag nicht Zahnschmerzen, das wäre doof. Hier in der Bayern auf 8 Kilometer Reichweite. Ah! Ja, ja, mach ich mit. Die liegt bei mir auf 12,8 rum und ich mache jetzt mal eine kurze Vollbremsung. Sonst verschwinde ich nämlich gleich wieder hinter der Insel. Schieß jetzt mal den Sekundär drauf. 12,8, ja, ich lass mal meine. Bist du da auf Kuschelkurs? Meine Granaten, ja, wahrscheinlich. Ja, bei der Reichweite für Sekundär? Er könnte auch Larunis heißen, der sich mit einem Necro mitten reinstellt. Ich glaube, da kommt noch eine Schadenmast. Jo. Und jetzt ineinander? Alter, 200 Trefferpunkte, ich glaub's ja nicht, oder? Doch nicht. Jetzt ist er weg. So. Die nächste bitte. Oh, oh. Du bist aber gemutig, du. Mit der Gneisenau voll rein. Das ist heftig.
du da gerade machst, glaube ich. Ich habe hier nicht mehr viel Leben, also kann ich da auch was raus. Ja, ich befürchte nur, dass wenn ich jetzt irgendwo auf ihn schieße, dass ich dich treffe. Oh, da kommen Torpedos. Einer hat dich getroffen. Boah. Alter Vater. Leider nicht mehr erwischt. Schade. Wolltest du reinfahren? Ja. Aber ich bin ganz knapp hinten dran vorbei. Ah, ehrlich. Aber er brennt meinetwegen. Ja, das ist doch schon mal gut. Der Schaden bei mir tickert mir jetzt nicht mehr. Jetzt hat er sich gelöscht. Bei ihm, ja. Hm. Ja, schau mal. Muss man mal einen Teamkollegen rechnen hier. Warte mal. Also ein bisschen zielgerichteter in diese Richtung fahren. Ich habe doppelt so viele Treffer mit der Sekundär wie mit der Hauptbatterie. Naja, du hast ja auch wesentlich mehr Sekundärgeschütze als Hauptgeschütze und die sind ja auch viel schneller wieder geladen. Ja, nicht. Ihr habt da eine York zu eurer Linken. Danke. Irgendwer war gerade der Meinung, er müsste mich hier mal so anzünden. Alles nur Meinung. Problem gelöst. Eigentlich kannst du mit der Graf Speer jetzt Torpedos an der Insel vorbeischießen. Hab ich vor, ich sehe sie aber gerade nicht. Jetzt habe ich sie. Immer so flockig und nimm die auch mal kurz ins Visier. Die hat sich festgefahren. Ach, seh ich. Das ist aber doof jetzt, dass sie sich festgefahren hat. Hat aber den Vorteil, wenn du jetzt mit der Graf Spee von der anderen Seite kommst, ist die recht langsam. Weil die hat jetzt erstmal nur rückwärts fährt, bis sie wieder vorwärts fährt, dauert's. Ja, ich guck mal, wo die jetzt hinfährt. Ich werde einfach mal ein paar Torpedos in ihre Richtung schießen. Also aus laufen jetzt auf der einen Inselseite, laufen jetzt gerade mal so ein paar Torpedos. Bin mal gespannt, ob ich die treffe. So. Ja, das war ein guter Treffer. Ja, falls sie sich jetzt da in die Richtung retten will. Ich weiß es ja, nicht. Das macht sie, die fährt da jetzt genau rein. Echt? Ja. Nee, ne? Doch. Und weg. Boah. Hui! Ja, der Wassereinbruch macht den Rest, ne? Na, hat sich repariert. Echt jetzt? Ja, hat sich sofort repariert. Oh. Und dann? War auch ihre einzige Chance, ne? Nein. Naja, aber ihr seid ja auch noch da. Weil einer. Einer ist noch da. Ja, du. Wer, ich? Ja. Einziger? Von uns drei, ja. Echt jetzt? Warum? Weil wir den Grund des Meeres erkunden. Suchen Schätze und Atlantis. So schön da unten. Wir übernehmen quasi die Rolle der U-Boote. So, dann werde ich mich mal meinem Schwesterschiff nähern und der Kongo und mal gucken, was so passiert. Gucken, wie viel Abpraller wir so noch produzieren können hier. Irgendwie mache ich an der kaum Schaden, wa? Wenn du ein bisschen spitzer drauf zufährst, da kriegst du weniger Aua. Ja, das hatte ich ja vor, ein bisschen abzudrehen, aber ich krieg von hinten auch irgendwie was ab. Auch noch irgendwas, was auf mich schießt. Was ist das? Ja, wenn es ein bisschen näher kommt, übernimmt das für dich die Sekundär. Was ist denn das? Die musst du einmal anpusten. Ja, da vor mir laufen ein paar Torpedos. Und in die Richtung laufen jetzt auch ein paar Torpedos, weil ich habe hier auch sowas. Na, gucken wir mal. Ist dir der York einmal angepustet? Nee, nee.
Da muss ich erst meine Rohre verdrehen, um die überhaupt anzupusten. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Mal gucken. Nein, schaffe ich. Ja. So. Ja. Aber mit Glück haben wir das trotzdem gewonnen. Das könnte jetzt sehr gut sein, ja. Weil wir haben nämlich... Er liegt ein Zerstörer mittendrin. Tatsache. Naja, einer hat aufgepasst. Aber? Das vorwärts? Nee, doch, das tickt vorwärts. Das sah gerade so aus, dass es nicht vorwärts tickt. Ja, es tickt schon vorwärts. Das Problem ist, er wird beschossen. Der wird gar nicht beschossen. Kann gar nicht, den sieht keiner. Den sehen sie nicht. Noch nicht. Wir sehen die Bayern, die dahinter ist. Die ist aber noch nicht im Zielgebiet. Die ist weit davon entfernt. Wenn er jetzt an die nördlichste Spitze geht, hat er eigentlich bis zum Rest der Einnahme Ruhe. Ja, darf nur keinen Zufallstreffer einstecken, weißt du, dann passt das schon. Ja, jetzt, ja, komm mal, das müssen wir uns doch angucken jetzt. Ja, Logo. Also, da müssen wir auf jeden Fall beibleiben. Die sind alle weit genug entfernt im Prinzip. Ich setze mich mal drauf. Und so. Er wird, glaube ich, erst auf 7 Kilometer oder 6 Kilometer entdeckt. Ja, wir sind 10 entfernt. 10, 10, 10. Auf der anderen Seite auch 10, 9. Torpedos hat er nochmal losgeschickt in Richtung Scharnhorst. Und er muss nur noch ein paar Sekunden durchhalten eigentlich. Wenn er es noch schafft, jetzt ein bisschen mit seiner Reichweite zu spielen, dann... Scharnhorst darf das Gebiet nicht betreten, glaube ich, ne? Schafft sie nicht in der Zeit. Drei, zwei, eins und... Na? Einnebeln ist eine super Idee. Das war's. Verdammt, nee, ne? Ja, hat das gerade noch so gesehen. Erreicht? Das Problem war, dass seine Anti-Air das Flugzeug angeschossen hat. Ja, das war das Problem. Okay. Und schon ist er sichtbar. Die hat er nicht abgeschaltet. Die sekundäre. Ja, schade. Dann können wir eigentlich auch raus, weil das ist dann verloren. Ja, ja, das sehe ich auch. Leider. Also. Dann gehen wir mal zum Hafen. So, Moment, ich muss mal eben. Hoppala. Ja, ich war so gebannt jetzt hier in dem Spiel, muss ich ja sagen, dass ich jetzt gar nicht so die Augen auf dem Chat hatte. Augo 81 ist da. Und auch wieder weg, weil er essen ist. Ich habe Geld ausgegeben, ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.